Herzlich willkommen zum AKM-Guide. Hast du schon wieder ein AKM-Guide? Ja, natürlich, das letzte AKM-Guide ist mindestens ein Jahr her. Okay, also wir daten ab. Budget-AKM, die Go-To-AKM, das ist die AKM, die wir auch für unsere Quest benutzen müssen. Und die Meta-AKM. Als kleiner Bonus noch die schöne rote AKM hier, die wir zum Jahreswechsel vom BSG geschenkt bekommen haben. Let's go! Wir kaufen uns die Waffe bei Prapor für 43.000 Rubel. Wir sehen hier, auf dem Flea Market ist das Ganze viel billiger zu haben. Und ganz wichtig, Prapor tauscht das Ganze auch gegen drei Tushonkas. Warum ist das Ganze so billig? Ja, weil die AKM momentan nun mal nicht die Meta-Waffe ist, leider. Die Budget-AKM. Ja, also die AKM findet man ja auch hier und da. Und ich verstehe schon, dass man sie spielen will. Es gibt auch einen super geilen Munitionstyp, die BP-Munition. Viele von euch werden sie geschenkt bekommen haben und fragen sich, ja, was mache ich denn mit der BP? Eine ganz andere Sache, wenn ihr mich fragen würdet, was mache ich mit der BP-Munition, Großkaliber, dann würde ich euch eine SKS empfehlen. Aber ein anderes Thema. Wir wollen ja die AKM spielen. Und wenn wir die jetzt spielen wollen, ein, zwei Kniffe, um sie spielbar zu machen oder spielbarer zu machen, sagen wir mal so. Das Recoil-Pad kommt hinten drauf, verbessert die Werte schon mal ungemein und das Muzzle-Break ändern wir in das Dyna-Comp. Das ist the way to go. Dyna-Corp-Muzzle-Break Compensator und obendrauf packen wir noch das TT-01, da wir ein Visier draufpacken können. Wir nehmen also Mind-to-go-Visier, also XPS 3.0 und damit sind wir auch schon soweit. Magazin ist euch überlassen, Handguard bleibt auch so, Werte 35 Ergo bei 99 Recoil. Kommen wir zu der Go-To-Variante. Warum ist die Go-To-Variante so wichtig? Weil zum einen ist das die Waffe, die wir immer versuchen herzustellen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, beste Werte für minimal Geld. Zum anderen ist es bei der AKM aber auch so, dass wir recht früh schon eine Quest haben, wo wir die AKM schallgedämpft spielen müssen und so viele Kills auf den und den Maps machen müssen. Und dafür ist die Go-To-Variante optimal. Gehen wir von oben nach unten, also fangen wir an mit dem Aufsatz hier oben. Wir machen das Channel 2 Lab. Und tauschen den Deckel aus. Im Deckel haben wir eigentlich nur das Bastion zur Auswahl. Das PDC ist nochmal ein Hauch besser, kostet aber direkt dreimal so viel. Also ein Bastion, ein Deckel kommt drauf und da können wir dann beispielsweise wieder unser XPS 3.0 draufpacken. Der Schaft bleibt. Mit dem Kondom zusammen haben wir hier eine wunderbare Kombination. Das kann bleiben. Der Pistolengriff wird aber ausgetauscht. Die Meta-Variante des Pistolengriffs wäre der RK3. Wir haben aber mit dem Saw Grip nur Verlust von einem einzigen Ergo-Punkt und sparen dafür super viel Geld. Also Tepco Saw ist the way to go. Beim Handguard haben wir zwei Optionen. Zum einen das CAA, zum anderen das B10. Das B10 ist minimal besser, aber auch minimal teurer. Und deswegen nehmen wir das CAA. Und da kommt ein schöner Vordergriff dran. Und welcher ist der Preis-Leistungs-Sieger bei den Vordergriffen? Das ist immer dasselbe. Es ist der RVG. Der MacPull RVG Vordergriff. Here we go. Kommen wir zu dem Schalldämpfer und da gibt es einige Optionen und auch hier hat sich im Laufe der Zeit viel geändert. Wir haben hier das Hexagon, den Rotor und den PBS. Wenn wir den Adapter nehmen, haben wir noch zusätzlich das Hybrid und mit dem TT-Adapter haben wir noch zusätzlich das TTK4M, das TTKP. Und eine Zeit lang war das TTKP tatsächlich das Beste, aber wir nehmen das PBS 1, weil das uns momentan die besten Werte gibt. Es ist nicht zu teuer. Schallis sind generell teuer. Dieser kostet jetzt 50.000 Rubel. Wir bekommen aber dafür optimale Werte. Und ich empfehle auf jeden Fall den PBS 1. Wir haben noch gar nicht über die Magazine gesprochen. Weder bei der Budget noch jetzt bei der Go-To-Variante. Und meiner Meinung nach sind die Magazine auch völlig Wumpe. Also ich empfehle auf jeden Fall ein 30er Magazin. So viel ist klar. Ihr habt verschiedene zur Auswahl. Diese silbernen hier, die findet ihr halt oft in Raids. Immer wenn ihr einen Skaff tötet, der eine AKMS oder sowas dabei hat, hat er diese Magazine dabei. Nehmt die mit, benutzt die. Warum? Weil die tatsächlich schon einen Ergo-Wert haben, der so niedrig ist, dass er spielerisch mit allen anderen High-End-Magazinen mithalten kann. Also da spart man auch richtig Kohle. Ein Beispiel dazu, wenn ihr das AKMS-Magazin nehmt, was super Werte hat, kostet das Ganze 3.500 Rubel. Wenn ihr es upgraden würdet auf ein P-Mac, das doppelt so teuer ist, bekommt ihr trotzdem dieselben Ergonomiewerte und dieselben Recoil-Werte, zahlt aber das Doppelte, nämlich 7.000 Rubel. Wer möchte, kann jetzt noch diesen kleinen Seitennupsi dazu nehmen. Ich nehme ihn mal mit rein, kostet nicht viel, erhöht den Ergo-Wert um 1. Nice to have. Also ein Seitennupsi an die Seite. Und damit erreichen wir jetzt den Wert von 38,5 in der Ergonomie und 87 Recoil bei der Go-To-Variante mit Schalldämpfer. So.
So, und jetzt hauen wir einen raus. Holy shit, auf geht's, ab geht's in die Meta-Runde. Wir dürfen nicht verwechseln, die Waffe ist nicht Meta, aber natürlich hat jede Waffe ihr Meta-Bild und wir bauen jetzt das Meta-Bild für die Nicht-Meta-Waffe. Fangen wir mit dem Schaft an, dieser kommt jetzt endgültig ab und stattdessen kriegen wir hier einen Adapter und zwar das ME4. An das ME4 kommt das Messer. Messer drauf und über das Messer stecken wir dann das PRS3. Schalten mal die Werte dazu ein. Also wir gehen jetzt Richtung Meta-Variante, das heißt niedrigster Recoil-Wert. Deswegen das PRS3 in Kombination mit dem Messer. Beim Pistolengriff müssen wir jetzt das teure Upgrade machen. Wir haben drei Optionen hier. RK3 ist the way to go. Ihr könnt alternativ auch den Scorpus nehmen oder den Palm Grip. RK3 ist leicht zu merken, wir lassen den RK3 dran. Das Meta-Handguard ist das CMRD da oben an erster Position. Da gibt es keine andere Option. Und dadurch, dass wir hier keinen Griff anbringen können, brauchen wir erstmal eine Schiene. Das heißt, hier kommt eine 6 Zoll Schiene dran. Vorne für einen Laser, also ein Laser ist auch eine absolute Pflicht, kommt eine 2 Zoll Schiene dran. Und der Meta-Vordergriff ist der RK2 Griff. Da gibt es keine Alternative. Und der Meta-Laser ist euch alles überlassen. Aber einer der besten Laser ist ganz klar das Steiner. Und deswegen packen wir das Steiner dran. Da Schalldämpfer die Werte so runterzieht, machen wir jetzt einen Muscle Break dran. Und das Meta Muscle Break ist das RRD4C. RRD4C, can you see the RRD? Jetzt haben wir noch keinen Deckel vor, weil das Bastion hier oben drauf, das wird jetzt upgraded auf das PDC, Fab Defense PDC. Und hier wieder unser Lieblings-XPS3.0. Here we go. RP1, Seiten-Nupsi ist dran, bleibt dran, daran wird nichts geändert. Und das ist auch schon die Meta-Variante tatsächlich. Das Beste vom Besten ist dran. Wir erreichen jetzt einen Wert von 42,5 Ergo bei 66 Recoil. Jetzt möchte ich die AKM auch kurz mal zeigen. Und zwar hier mit dem PK06, wie sie oben drauf. Ansonsten haben wir genau die Version, die wir gerade gebaut haben. Ohne Schalldämpfer. Und wir hauen mal eine Salve raus auf lange Distanz. Und ihr seht, wie das Ganze verzieht. Ich versuche das erstmal manuell zu kompensieren. Man muss also schon sehr, sehr viel ausgleichen. Das ist jetzt auch keine weite Distanz. Und das ist der Grund, warum diese Waffe momentan nicht so oft gespielt wird. Kommen wir zu der BSG-Waffe. Und zwar haben wir zum Jahreswechsel diese Waffe bekommen. Oder war es Weihnachten? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben wir alle damals eine dieser Waffen bekommen. Wer sie nochmal nachbauen möchte, gönnt euch. Ich zeige euch jetzt gleich nochmal die Komponenten. Guckt aber einmal auf die Werte und zwar hat die Waffe von Grund aus nur 23 Ergo bei 93 Recoils, also nicht die besten Werte, aber die sieht halt so heiß aus und ja, die macht halt auch richtig Spaß, ne? Generell ist es ja so, dass AKM sowieso nicht die besten Werte hat. Wie gesagt, es ist momentan nicht Meta, von daher kann man auch ein bisschen rumspielen und so schöne Waffen. Ich sage immer, das Auge schießt mit. Normalerweise gehe ich nach einem Guide gerne in die Abschlussszene und starte mit der Waffe auch eine Runde. Das ist schon fast Tradition. Heute nicht. Ich spiele weder die AKM momentan gerne, noch habe ich Zeit dafür, weil wir unbedingt Shooter bohren und Tarkov 8 fertig machen müssen. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen helfen. Alle Links für euch unten in der Beschreibung. Ich bin jeden Tag, fast jeden Tag live auf twitch.tv, Zigzerik. Ansonsten sage ich viel Spaß mit der Waffe. Dann gönnt euch ein paar Kills und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Ciao, ciao.